heute beim Deutschen Lehrerforum und haben hier den Herrn Dräger von der Bertelsmann Stiftung, der uns heute eine Keynote hält. Und wir möchten vorab 4 Fragen an Sie stellen, lieber Herr Dräger. Dann los. Die erste Frage ist, würde mich interessieren, wie Sie selbst die Digitalisierung nutzen, um zu lernen und um sich zu vernetzen und auch welche Chancen Sie dabei entdeckt haben und welche Herausforderungen Sie erfahren haben. Also einmal so im Arbeiten bin ich schon länger rein digital, auch vernetzt digital. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs und versuche eben, dass Arbeit und Büro weiterläuft. Aber ich glaube, das ist heute Standard. Zum Lernen selber nutze ich Digitalisierung hin und wieder. Ich lerne ganz gut durch Videos, ja, und gerade wenn man so ein bisschen müder ist mit dem Lesen. Aber insbesondere, muss ich zugeben, nutze ich das, um meinem Sohn in der Schule so ein bisschen zu unterstützen, weil ich gemerkt habe, die Kombination zwischen, er guckt sich mal ein Video an und dann reden wir drüber, ist besser, als wenn wir nur über die Hausaufgaben reden oder die Prüfungsvorbereitung. Und das ist dann relativ egal, ob es irgendwie die Geometrie in der Mathematik ist oder irgendein lateinisches Konstrukt in der Grammatik. Die Kombination macht's. Ja? Und auch zwischen Eltern und Kind finde ich das sehr bereichernd. Ja? Er weiß inzwischen, wo er Sachen nachguckt, wenn er nicht weiterkommt. Und dann gucken wir vielleicht nochmal gemeinsam rüber. Und dann gibt es 2 Erklärer, ja? Den auf dem YouTube-Video und zur Not noch mich an der Seite und insbesondere ihn, meinen Sohn, in der Mitte. Und dann kriegt er das sehr gut hin. Schön. Nächste Frage. Die Bertelsmann Stiftung ist sehr aktiv im Bereich Bildung. Nun ist Bildung ein Begriff, der sehr unterschiedlich verstanden werden kann. Deshalb meine Frage, was verstehen Sie unter Bildung? Ach je, also ich meine, da kann man jetzt ein ganzes philosophisches Referat drüber halten. Wir beschäftigen uns ja wirklich insbesondere mit der Frage von frühkindlicher Bildung, schulischer Bildung, lebenslang Lernen, dualer Ausbildung und da in der Frage, wie die Institutionen, also zum Beispiel die Schule aufgestellt ist, um unsere Kinder fit für dieses und auch das nächste Jahrhundert zu machen, einfach für die Zukunft fit zu machen. Und hier sind aus meiner Sicht, gerade wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, 2 Fragestellungen wichtig. Erstens, was müssen unsere Kinder können in der Zukunft? Und das ist aus meiner Sicht eine hochkomplexe Fragestellung, wo ich mir wesentlich mehr internationalen Diskurs in Deutschland wünsche. Wir sind da so ein bisschen zu sehr in dem eigenen Saft. Und die zweite Fragestellung, wie können wir Lehrerinnen und Lehrern helfen, mit den Herausforderungen im Klassenzimmer besser umzugehen? Also zum Beispiel mit der Heterogenität, der Vielfalt im Klassenzimmer. Und auch da spielt Digitalisierung ja eine große Rolle. Also welche Hilfsmittel gibt es für die Zukunft, damit ich Unterricht individueller gestalten kann, damit ich mehr Zeit habe, auf das einzelne Kind einzugehen? Und das sind 2 entscheidende Fragen in der Bildung, mit denen wir uns beschäftigen und die mir jetzt für unsere Arbeit auch wichtiger erscheinen als so ein Metadiskurs, ob jetzt Ausbildung und Bildung und was sind Bildungsziele und haben die einen Zweck oder nicht. Ja? Alles ist da irgendwie richtig, alles passt da rein und es ist die Grundlage für die Zukunft unserer Kinder. Ja, beim Lehrerforum geht es um das Thema Schule im digitalen Zeitalter. Und dazu haben sich 80 Lehrende aus ganz Deutschland getroffen und tauschen sich 3 Tage lang aus. Seit drei Jahren, genau. Okay. Und mich würde mal interessieren, wie Sie so mit Blick in die Zukunft sich die Institution Schule vorstellen. Sagen wir mal so, bis 2035 existiert sie da noch so, wie wir sie kennen? Existiert sie überhaupt noch oder ist sie ganz anders? Also bezüglich der Institutionen bin ich sehr optimistisch. Ja. Kinder brauchen einen Raum, in dem sie miteinander lernen und von anderen, sprich von Lehrerinnen und Lehrern lernen. Also der physische Raum an sich als Schule, als Ort, der wird auch 2035 noch sein. Ich glaube nicht, dass 2035 die Kinder alle zu Hause sitzen und irgendwie mit den Eltern über der Schulter auf den Laptop gucken. Die Frage, wie der Raum gestaltet ist im Inneren, der wird ganz anders aussehen. Also großzügiger, weniger im Klassenverbund, weniger im 45-Minuten-Rhythmus. Und die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer, die wird insbesondere eine andere sein. Hier geht es auch gar nicht darum, Mensch gegen Maschine. Also kann irgendwie die Lernsoftware was besser beibringen als der Lehrer, sondern die Frage, wie Mensch, also sprich Lehrer mit Maschine, gemeinsam einen besseren Unterricht gestalten können. Und
Da ist diese Frage, wie viel Lernbegleiter, wie viel Wissensvermittler die Rolle des Lehrers zukünftig sein wird, eine ganz entscheidende. Und diese Rolle wird sich kontinuierlich ändern. Und die große Hoffnung, die ich habe, ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer am Ende mehr Zeit für das Wesentliche haben, nämlich für das einzelne Kind, für den Aufbau der Beziehung mit dem Kind und dass diese menschliche Interaktion wieder einen größeren Stellenwert kriegen kann, auch wenn die Klassen nicht winzig sind, ja, und auch wenn Schüler sehr unterschiedlich sind, aber dass eben dieser Kombination zwischen digitalen Hilfsmitteln, darüber kann ich den Satz des Pythagoras lernen, und der menschlichen Interaktion, der Begleitung durch den Lehrer, dass wir durch diese Kombination Schülerinnen und Schüler eben noch besser fördern können als heute. Ja. Letzte Frage. In der Gegenwart, also hier und heute, ist Bildung für viele Bürgerinnen und Bürger ein zentrales Thema. Nun engagieren sich immer mehr Leute in diesem Bereich und so auch Stiftungen. Und wenn Stiftungen sich in diesem Bereich engagieren, sind sie manchmal sehr scharfer Kritik ausgesetzt. Das kennt die Bertelsmann Stiftung auch. Deshalb würde mich halt interessieren, was sagen Sie den Kritikern? Naja, also es ist richtig, wenn man sich engagiert und wenn man Veränderungen vorschlägt, dann kommt auch Kritik. Ja, dann gibt es nicht nur Zustimmung. Und mit dieser Kritik müssen wir uns konstruktiv auseinandersetzen. Ja, ich meine, wir sind an der einen oder anderen Stelle unbequem. Ja, das wissen wir auch. Wollen aber eben Impulse geben für die Veränderung und Verbesserung des Bildungssystems. Also wir hatten ja jüngst eine Studie darüber, dass wir viel mehr Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben werden, als die Kultusminister bisher so geglaubt und prognostiziert haben. Das ist unbequem. Ja, das ist eine unbequeme Wahrheit, weil mehr Schülerinnen und mehr Schüler kosten mehr Geld. Woher soll das Geld kommen? Ja, woher sollen die Lehrer kommen? Und natürlich fördert auch sowas Kritik. Ja, warum ist das jetzt die Bertelsmann Stiftung, die so eine Studie macht? Und an der Stelle muss man sagen, ja, die Kultusminister haben auf Zahlen von 2012 operiert. Wir haben inzwischen 2017 und da muss man auch mal unbequem den Finger in die Wunde legen. Oder wenn in Korea die letzte Schule im Jahr 2000 ans Breitbandnetz angeschlossen wurde und wir im Jahr 2017 über einen potenziellen Digitalpakt diskutieren, dann muss man als Zivilgesellschaft auch mal unbequem sein und sagen, so geht's nicht weiter. Ja? Also, da müssen wir schneller und besser werden. Und das ruft dann auch mal Kritik hervor. Und den Kritikern kann ich nur sagen, wir sind wirklich offen für Diskurs. Ja? Und wir setzen uns gerne mit Argumenten auseinander. Wir lernen selber durch diese Art der argumentativen Auseinandersetzung. Und da habe ich bisher auch das Gefühl, sind wir alle ganz gut mitgefahren, in dem Sinne, dass wir alle was gelernt haben. Ja, Herr Träger, wir danken Ihnen für das Interview und freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja.